Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Shadowbringers. Wir haben es fast geschafft. Wir sind bald auf dem Weg zum Gulk, um endlich den Lichtbringer von Colusia zu besiegen. Ich würde sagen, wir legen los, oder? Also, los geht's. Na, Chainards, Sturm auf den Gulk. Während ihr zwei euren Spaziergang unternommen habt, habe ich das Signal bekommen, dass alles bereit ist, um den Riesentalos zum Leben zu erwecken. Sobald die magischen Energien fließt, wird er sich erheben und sofort ausführen, wozu er erschaffen wurde, den Gulk in seine Finger zu bekommen. Wenn der Riesentalos in Aktion tritt, gibt es kein Zurück mehr. Wir sollten uns auf heftigste Gegenwehr einstellen. Überprüfe noch einmal deine Ausrüstung und sag mir Bescheid. Wenn du bereit bist, dann gebe ich Istola das Signal. Bin bereit. Bereit? Dann gebe ich jetzt das Signal, um den Riesen Talos zu erwecken. Was sagst du? Talos, marsch! Hört sich doch gut an, oder? Los geht's! Talos, marsch! Gut, dann gebe ich jetzt das Zeichen. Der Kristallexarch hat sich gemeldet. Bei ihm ist alles bereit. Es kann jederzeit losgehen. Wir haben mehr als genug Steine herbeigeschafft. Das Ritual zur Einspeisung der magischen Energie ist ebenfalls vorbereitet. Genau nach Anweisung. Dann kann es ja losgehen. Wir aktivieren jetzt den Talos. Auf eure Plätze. Greifen wir uns den Berg. Und Vorthry gleich mit dazu. Hört sich gut an. Also los! Stunde der Wahrheit. Ja, so ist's gut. Er lebt. Er lebt.
Oh nein! Sie haben es auf seine Hände abgesehen. Ohne sie kann er sich nicht mehr an dem Berg festhalten. Verdammt. Wir hätten wissen müssen, dass Worthy nicht so leicht aufgibt. Wir müssen versuchen, möglichst viele von ihnen auf den Boden zu locken. Vielleicht ist es vergeblich, aber uns bleibt keine Wahl. Was kommt denn da? Wie kannst du nur so herzlos sein? Mein Baum des Glanzes. Herzlos und unverschämt. Da hatte ich dir extra unsere Hilfe angeboten. Und jetzt willst du kämpfen, ohne uns zu rufen? Ich weiß. Ich habe gesagt, wir würden uns nicht einmischen. Aber das gilt doch nicht, wenn mein liebes Bäumchen in Gefahr ist. Ich bin nicht so kaltherzig. Seht ihr, wie traurig ich bin? Kommt, spielt mit mir und heitert mich auf. Was sagst du? Du bist die Beste, Titania. Ui, da ist aber jemand sauer. Eine unverhoffte, aber willkommene Hilfe. Der Feenkönig wird die Sündenvertilger für eine Weile beschäftigen. Ich sage Ishtola und den anderen Bescheid. Triff sie am Fuße des Berges und beginnt euren Aufstieg. Okay, dann wird's wohl jetzt heißen, auf zum Gulk. Na, Ishtola, ich bin ready, und du? Alle hier? Gut. Der Riesentalos hat den Vulkan fest im Griff. Wir rennen an ihm hoch, bis wir auf Wardris Unterschlupf treffen. Die Sündenvertilger werden uns keinen Ilm schenken, aber ich werde mich ihnen mit aller Kraft entgegenwerfen. Du musst deine besten Heilzauber bereithalten, Bruder. Das werde ich, Schwester. Du kannst dich voll auf mich verlassen. Was sagst du? Los jetzt, erlösen wir den Erlöser von seinem schändlichen Dasein. Wer als erster oben ist, dem spendiere ich in Miones Hexenstübchen einen Becher Baumschnecken dran. Uah. Nee, danke. Ihr wisst, um was es geht. Konzentriert euch ganz auf das Ziel, dann werden wir gewinnen. Ja, bester Spruch ist der erste eindeutig. Der Gulk nun zugänglich.
Da! Da oben muss ich Worthry verschanzt haben. Warum sehnt ihr euch so sehr nach dem Tod? Ihr findet das doch keine Lösung. Wollt ihr ewig das Leben führen? Erkennt ihr nicht Wahnsinn? Unterwerft euch! Und ich erlöse euch von allem Streit, allem Elend. Es gibt keinen tieferen Sinn, kein Gut, kein Böse. Es gibt nur Frieden, und zwar in meinem Paradies. Vielleicht meinst du es ernst. Vielleicht herrscht dort wirklich eine Art von Frieden. Weil ich noch eine Chance sah, dass dir auf irgendeine Weise das Glück deiner Untertanen doch etwas bedeutet, war ich bereit, dich zu verschonen. Aber das ist jetzt vorbei. Deine abscheulichen Taten haben dich verraten. Kaum warst du in Gefahr, hast du die Bürger Julmos zurückgelassen und bist geflohen, um dir ein neues Paradies zu schaffen. Für wen ist denn dein sogenanntes Paradies? Für deine Untertanen, die du verraten hast? Oder ist es doch nur eine Spielwiese für deine Eitelkeit? Lord Worthry, diese Welt wird sich niemals deinem Willen unterwerfen. Ein gutes Mädchen mit einem großen Herzen hat mir die Zukunft dieser Welt anvertraut. Und ich habe ihr versprochen, sie mit all meiner Kraft zu behüten. Ich weiß noch nicht viel über die Welt, aber ich sehe, dass jeder, sei es Mann, Frau oder Kind, etwas in sich trägt, das ihn zu etwas Besonderem macht. Keiner von ihnen hat es jetzt mehr nötig, sich in dein falsches Paradies zu flüchten. Sie haben keine Angst mehr, weil sie gesehen haben, dass sie eine Zukunft haben. Eine, die sie selbst errichten. Du kannst noch so sehr wüten und toben, aber in Wirklichkeit haben sie dich bereits vergessen. Ruhe! Ruhe! Wie könnt ihr es wagen, so mit mir zu sprechen? Ihr wollt mir etwas über diese Welt erzählen? Was bildet ihr euch ein? Jetzt, da meine wahre Macht erwacht ist, werde ich euch auslöschen! Eure gereinigten Knochen werden allen anderen Störenfrieden eine Warnung sein! Ich bin die Spitze der Schöpfung! Ich bin der auserwählte Herrscher über Sündenvertilger und alles Leben! Ich bin ohne Schuld, frei von jedem Makel! Ich bin innocent! Das soll wohl bedeuten, wir bekommen so schnell keine Audienz. Um die kümmern wir uns. Hol du dir den Lichtbringer. Los, macht sie fertig! So Leute, das war's wieder mit Final Fantasy XIV Shadowbringer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao!